Warum ruft er dann an, wenn er noch nicht fertig ist? Einfach nur um mitteilungsbedürftig. Jetzt kommt Big Boss. Oder Revolver Ocelot, einer von beiden. Ich hoffe, dass wir nicht nochmal da hier rein. Ich hoffe nicht, dass wir ihn nochmal jetzt ballern müssen. Hat eh nur noch eine Hand. Den haben wir auch zweimal gesehen, reicht das nicht? Theoretisch könnte man das so sehen. Und da ich den zweiten Teil gespielt habe, weiß ich, dass der da auch noch vorkommt. Obwohl, sehr viel kommt im zweiten Teil noch vor, was eigentlich hätte tot sein sollen, glaube ich. Also das ist zumindest der grobe Eindruck, den ich habe, weil die Gestalten, die hier schon sterben, kommen und gehen gesehen habe. Oder spielt der zweite Teil vielleicht geschichtlich vor dem ersten, chronologisch? Das könnte natürlich auch sein. Aber genau weiß ich es nicht. Würde Sinn machen. Mein, ist ja scheinbar eine ganze Menge Feuer passiert. Naja, aber nichts von dem, was erzählt wurde. Also nichts Sansibar, nichts. Das kommt auf keinen Fall im zweiten Teil vor. Das weiß ich noch. Toll. Snake, geschafft. Bist du durchgekommen? Bingo! Bestens. Was hast du? Ich lese die vertrauliche Metal Gear-Datei. Was ist mit dem PAL-Deaktivierungssystem von Baker? Ich suche danach. Das brauchen wir. Aber Snake, ich habe etwas anderes. Was? Macht. Mit einer neuen Atomwaffe. Wie ich dachte, wird der Atomsprengkopf wie ein Projektil aus dem Schienengewehr abgeschossen. Braucht keinen Treibstoff, also ist es keine Rakete. So können sie alle möglichen internationalen Verträge umgehen. Ja. Ganz schön clever. Und effektiv. Es ist aber noch nicht das Besorgniserregendste daran. Kann's kaum abwarten. Es ist eine Stealth-Waffe. Sie ist auf dem Radar nicht zu sehen. Ja, die haben schon seit den späten 70er Jahren an Stealth-Raketen gearbeitet. Warum? Ich dachte, das ist keine Rakete. Wegen des Jet-Antriebs einer normalen Rakete. Er wird von feindlichen Satelliten entdeckt. Stimmt. Es leuchtet ein. Ungleich der Rakete verbrennt das System keinen Treibstoff und kann daher von heutigen Raketen abgeschossen werden. Ein unsichtbarer Atomsprengkopf. Abfangen ist nicht möglich. Und außerdem dringt der Sprengkopf in den Boden ein, um unterirdische verstärkte Basen zu zerstören. Das kennen wir seit dem Golfkrieg. Mann, das kann das Ende der Welt bedeuten. Die perfekte Waffe. Und vom politischen Standpunkt lassen sich Atomwaffenreduktionen und Nuklearinspektionen leicht umgehen. Colonel, ist das wahr? Hören Sie zu. Ich höre. Wenn das bekannt wird, könnte es die Unterzeichnung von Staat 3 verzögern und zu einem internationalen Zwischenfall führen. Ja, das ist wahr. Die Vereinigten Staaten würden von der UN verurteilt. Der Präsident müsste eventuell zurücktreten. Wussten Sie das, Colonel? Nun, Herr Lloyd, Sie haben sich verändert, Colonel. Ich will mich nicht rausreden. Snake, hören Sie zu. Diese neue Atomwaffe, sie wurde nie wirklich getestet. Nur in der Simulation. Sie meinen ein Computermodell? Ja, deswegen wurde dieses Experiment ausgeführt. Sie brauchten wirkliche experimentelle Daten, um die Simulationsergebnisse zu bestätigen. Was waren die Ergebnisse? Sie fielen besser aus als erwartet. Aber ich kann die Daten nicht auf dem Netzwerk finden. Daten wie diese sollten eigentlich sorgfältig aufgezeichnet worden sein. Wurden sie? Präsident Baker gab mir eine optische Diskette mit allen Testdaten. Was? Haben Sie sie noch? Nein. Ocelot nahm sie mir ab. Verdammt! Die Terroristen haben den Testsprengkopf durch einen echten ersetzt. Nach dem Eingeben der Sprengcodes dürfte er zum Abschuss bereit sein. Glaubst du, die können das tun? Vom Design her ist der Testsprengkopf mit einem echten identisch. Ich glaube schon. Hast du was über das Deaktivieren gefunden? Noch nicht. Das muss in einer anderen Datei sein. Im Moment gehe ich durch Bakers persönliche Dateien. Wir verlassen uns auf dich. Crazy. Muss ja eine Leiter runter. Dachte ich mir. Ich wollte bloß gucken, ob da vielleicht eine Ration liegt. Auf Metal Gear. Nee, naja, gut, wenn Snake jetzt wirklich King wäre, würde er jetzt einfach hier drin die Atombombe schießen und Metal Gear mit in die Luft jagen. Das würde ich als Notlösung betrachten. Ich glaube, der wäre aber nicht sterben. Achtung. What? Hier sind Leute? Snake hat doch gerade gesagt, hier ist niemand. Ja, er dachte es da. Ein einziger war da. War. Und vor allem, die Kamera hat nicht zugelassen, dass ich ihn sehe. Das ist ja das Beschissene.
Und um jede Ecke gehen, den Knopf drücken, ist ja auch ein bisschen zeitaufwendig. Vor allem danach dreht sich die Kamera wieder und du läufst voll in die falsche Richtung, siehst du? An der Wand dran lehnen. Ich habe nichts über das Deaktivierungssystem, aber ich kenne Vegas Hintergedanken. Er wollte sich bereichern, stimmt. Das auch. Armstecks finanzielle Schwierigkeiten sind größer, als ich dachte. Ich weiß. Sie verloren den Auftrag für Kampfflugzeuge der nächsten Generation. Und dann der Rückgang der SDI-Ausgaben. Anscheinend war von einer Übernahme die Rede. Von diesem Projekt hing vermutlich alles ab. Und es sieht aus, als hätten sie dem DARPA-Chef eine Menge Bestechungsgelder gezahlt. Bestechung, ne? Ja. Vega war ein großer Befürworter der nuklearen Abschreckung. Dachte ich mir. Was ist nun mit dem Deaktivieren? Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Ja, Mensch. Ach, Ocelot. Nix, Ocelot. Na toll. Zum Schrauben hier, oder was? Zurück und hier rauf. Okay, jetzt kommt wieder irgendwas. Da ist Revolver auf jeden Fall dabei. Okay, ich habe die PAL-Codes eingegeben und die Sicherheit deaktiviert. Na und? Alle Liquid. Ja. Hast recht. Naja, wir müssen denen wohl zeigen, dass wir es ernst meinen. Soll ich auf Tschernikow in Russland zielen? Nein, nicht mehr. Das neue Ziel ist Lobnor in China. Warum, Boss? Ich denke, weder du noch Herr Golukovic würden den Abwurf einer Atombombe über seinem Vaterland gutheißen, oder? Liquid. Aber warum? Dort ist doch nichts. Falsch. Ein Atomwaffentestgelände. Ein Testgelände? Wenn wir eine über ein Ballungszentrum abwerfen, ist das Spiel. So unter uns, ich wusste noch die Szene, wie Liquid in Metal Gear einsteigt. Das bedeutet streng geheime Gespräche zwischen den beiden Staatschefs. Sicher. Und dabei muss der Präsident den Chinesen die Existenz einer neuen, höchst destabilisierenden Atomwaffe zugeben. Wie wird sich das wohl auf den Da creept irgendwas rein. Mit der CTBT, China und Indien, wo ich verstehe. Ja, wenn andere Länder von dieser Waffe hören, werden sie sich an uns wenden. Washington wird nicht sehr glücklich sein, wenn wir ihr System an die Maisbieten zu verkaufen. Da fehlt dir was. Der Präsident sieht nach. Er wird unsere Forderungen erfüllen. Die DNA des Big Boss und $1 Milliarde. $1 Milliarde? Mit dem Geld können wir auch unsere Genomsoldaten heilen. Und in den Forderungen ist auch der Foxtai-Impfstoff enthalten. Foxtai? Das tötete Octopus und den Armstech-Präsidenten. Also stimmt es, dass ältere Leute schneller sterben. Mantis war vielleicht nicht betroffen, da er eine Maske trug. Wolf war auch nicht infiziert. Vielleicht wegen der Beruhigungsmittel, die sie nahm. Etwas mit dem Adrenalingehalt im Blut? Oder vielleicht hat es bloß damit zu tun, dass Foxtai noch in der Testphase ist und noch nicht zuverlässig arbeitet. Und hast du eigentlich schon von unserem Freund Colonel Sergei Golukovic am Spetsnaz gehört? Er zweifelt noch immer an den Fähigkeiten von Metal Gear. Er will erst noch erfolgreichen Testen durchstehen. Ein sehr vorsichtiger Mann. Kein Grund zur Sorge. Der Colonel will Metal Gear und die neue Atomwaffe so Wenn Russland wieder eine militärische Supermacht werden will, braucht es ein verstärktes Atomarsenal. Eine Atomwaffe, für die es keine Abwehr gibt. Metal Gear wird ihnen die Erstschlagkraft über den Rest der Welt verschaffen. Bei der Armee herrscht ein einziges Chaos und Sie glauben, Sie können die Militärmacht Russlands mit Atomwaffen wiederherstellen? Ach, dieser Golukovic ist ein Soldat. Die meisten anderen schweren Waffen gegeben. Ihm unterstehen die Helden. Zusammen könnten wir einen ziemlichen Widerstand leisten.
Seit Mantis Tod lässt die Gehirnwäsche der Glenom-Soldaten nach. Die Moral der Männer macht mir Sorgen. Eine Allianz würde auch die Moral verbessern. Was meinst du? Wir bleiben hier. Wir verbarrikadieren uns. Das wird ein langer Krieg werden. Wir können noch fliehen. Wir haben die mächtigste Waffe der Welt und sind daran, uns mit Golukovichs Truppen zu verbünden. Willst du die ganze Welt bekämpfen? Weshalb nicht? Die ganze Welt? Von hier aus erreichen wir jedes beliebige Ziel mit einer Rakete, die nicht auf dem Radar sichtbar ist und nicht abgefangen werden kann. Und dazu ist diese Basis vollgestopft mit Sprengköpfen. Mit der DNA und dem Geld ausgerüstet gehört uns die Welt. Aber Boss, das Versprechen an Golukovich. Ach, mir liegt nichts an der Rückkehr von Mütterchen Russland. Du willst doch nicht den Traum von Big Boss erneuern. Von heute an heißt dieser Ort Outer Heaven. Big Bosses Traum. Boss. Big Boss. Glaubst du nicht, dass der Plan übergangen werden könnte? Hat der Code erneut eingegeben, wird er deaktiviert. Keine Sorge. Der DARPA-Chef und der Armstead-Präsident sind beide tot. Weiß Snake, wie das Deaktivieren funktioniert? Du hast ihn verhört, weißt du es nicht? Er hatte keine Schlüssel. Gut. Dann kann jetzt keiner Metal Gear stoppen. Übrigens, was machen wir mit der Frau? Soll ich sie töten? Lass sie leben. Sie ist Campbells Nichte und Snake mag sie. Wir halten sie als unsere Trumpfkarte. Oh, sie lebt. Quatschen wir erstmal eine Runde. Snake, ich habe Bakers geheime Dateien gefunden. Gute Arbeit. Big Tit Porn. Deaktivierungssystem, von dem der Präsident gesprochen hat? Es kann auch zum Eingeben des Sprengcodes verwendet werden. Wenn Sie die Schlüssel verwenden, wenn der Sprengkopf aktiv ist, wird er deaktiviert. Wenn er inaktiv ist, wird er aktiviert. Und die Schlüssel lassen sich nur einmal verwenden. Nur einmal, hä? Ja, Sie fangen wohl besser an. Wir haben nicht viel Zeit. Aber ich brauche drei Schlüssel, oder? Ich habe nur einen. Na, ruhig. Darin liegt der Trick. Sie besitzen schon alle drei. Wovon redest du? Der Schlüssel hat eine thermoadaptive Legierung. Thermoadaptive Legierung? Ja, eine Legierung, deren Form sich mit der Temperatur ändert. Der Schlüssel besteht daraus. Dieser Schlüssel? Ja, seine Form ändert sich bei unterschiedlichen Temperaturen. Echt, ja. Clever. Müssen wir einmal raus in die Kälte und einmal dann in das Nuklear-Ding. In der Mitte des Kommandoraums. Ich sehe sie. Diese drei Terminals sind die Noteingabegeräte. Auf jedem Schirm sollte ein Symbol sein. Jedes Symbol entspricht einem der Schlüssel. Die Schlüssel werden von links nach rechts eingegeben. Links ist für den Raumtemperaturschlüssel. Sehen Sie das Zeichen? Dann für den Niedertemperaturschlüssel. Rechts für den Hochtemperaturschlüssel. Okay, verstanden. Erst ändere ich die Form und dann führe ich ihn in dieser Reihenfolge ein. Richtig. Sie führen nur den Schlüssel ein. Ist der Schlüssel im Modul, liest die Festplatte die entsprechenden Informationen. Wenn Sie mit den drei Terminals fertig sind, ist die Codeeingabe beendet. Sache ist, Sie können den Schlüssel nur dreimal verwenden. Es ist ein Notfallsystem, für einmaligen Gebrauch bestimmt. Die Welt hängt von diesem Schlüssel ab. Wer ist das? Verdammt! Doppelteam-Schlüssel. Sicheres Glas. Es gibt keinen Eingang. Ich werde deinen Tod genießen. Snake hat gerade andere Probleme. Wenn man seinen Schlüssel verliert. Oh Gott. Hä? So viel dazu. Ja. Okay. Und jetzt kommt wieder so eine unnötige Ballerzähne. Ja, auch wenn ich zuerst schieße, schießen die mich irgendwie noch ab.
Okay, das hat diesmal geklappt. Aber noch ist es zumindest einfacher als die mit dem alten Turm, weil es kommt immer bloß einer. Das schon. Der kommt nicht, oder? Oh. Der hört gerade auf. Problem bei der ganzen Sache ist, ich kann per Kamera kaum sehen, wo die sind. Erstmal eine Sache. Das kann ja nicht schaden. Ah, hier geht die Treppe wieder nach unten. So, und ich muss jetzt rein in den Abfluss, dort wo ich Leben verliere, wenn ich im Modder stehe. Ja. Klingt doch sehr motivierend, oder? Das Allerschlimmste ist ja, ich befürchte, ich muss wieder und wieder zurück. Also ich muss mich rausmachen, um der Lava den Schlüssel hochzuheizen und dann den Kälteschlüssel. Also mir wäre es echt lieber, wenn sie das nicht tun würden. Das ist gerade sehr nervenaufreibende Laufarbeit. Nervenaufreibend, wohl eher nerventötend. Zerreibend. Zerren. Die Nerven sind ja schon fast überdehnt. Zermelmend. Also erstmal werde ich halt den Schlüssel suchen. Auch nicht schlecht. Oh, das piept so ekelhaft. Piep, 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 piep. Lauf da weiter. Einfach alles scannen. Bleibt mir gerade nichts übrig. Aber ich habe das Ding nicht gefunden, die Karte. War da jetzt noch was da in der Ecke? Hatte nicht den Eindruck. Ich meinte, wenn du da aus dem Wasser rausgekommen wärst, dachte ich, fliegt da eine Ration oder so. Genau da rechts. Da liegt eine Kiste. Wo rechts? Na, wenn du rauskommst, hier, da rechts. Ration. Oh, nice. Ich weiß nicht, ob der Kriechen hier anfängt. Achso. Verstehe, was du vorhast. Ja. Also hier in ungefähr müsste ja auch das Ding liegen. Ist im Abfluss der Schlüssel. Aber einsammeln tut er ja nix. Warum blinkt denn live, wenn überhaupt nichts passiert? Uah. Hier ist auf jeden Fall keine Karte. Strange. Da war ich der Meinung eigentlich... Also ich brauche doch die Schlüsseldisk, die ist wirklich nicht mehr da. Nee. Ist wirklich nicht mehr da. Ah, okay. Und jetzt? Jetzt musst du es irgendwie einnehmen. Ja, also erstmal muss ich den Raumtemperatur eingeben und das ist ja momentan der Raumtemperaturschlüssel. Ja, richtig. Ja, hat sogar gerade die Farbe da, siehst du. Also wieder nach oben schissern. Ja, das ist zwar nicht so wohl überlegt, dass die den Weg zu Metal Gear so lang gemacht haben. Das Rätsel ist eigentlich auch viel zu einfach, also. Ja, muss man sagen. Naja, außer wir machen irgendwas falsch. Also ich bin mal gespannt, wo du mit der Sima-Tür hinkommst bei der Kälte, ob das jetzt eine Abkürzung ist oder so. Siehst du, wir müssen ja eh nochmal hochfahren mit den ganzen Fahrstühlen und alles. Boah, das wird ein langer Weg. Wenn das wirklich 1:1 so ist wie hin, dann wäre das super nervig.
Deswegen meine ich ja, dass es das vielleicht eine Abkürzung gibt. Mhm. Wäre zumindest sehr nett. Wünschenswert. Da war einer, oder? Was? Da hinten, genau. Aber ich kann nicht sehen und das kotzt mich gerade ein bisschen an. Na super. Ach, Kameraführung. Es ist der Wahnsinn. Da, ich weiß, dass da ein Typ ist. Ich hätte mich da jetzt an Ecke angelehnt, genau. Ne, das lässt du mich auch nicht gucken. Jetzt. Versteck dich wieder oben aufs. Ich glaube aber, hier spawnen sie nicht endlos, weil die haben ja auch irgendwie erklärt, dass die Moral der Soldaten irgendwie nachgelassen hat. Vielleicht erklären sie damit das Fehlen von Nachschub. Invasions. Ach so, hier geht's ja wieder bis vorne zum Metal Gear. Ja, die haben sich aber eingesperrt mit kugelsicherem Glas. Was soll ich jetzt machen? Ein bisschen noch nicht. Kugelsicher, nimmst du eine Rakete. Nikita. Nee, jetzt ist offen. Wow. Dann rüste mal die Karte aus. Jetzt müsste erstmal die Kälte danach kommen. Ja. Kälte kommt danach. Oh, warte mal, dauert noch ein bisschen. Jetzt Paar Nummer 2. Den Schlüssel gefrieren. Ach. Und jetzt? Jetzt stirbst du. Versteck dich unter dem Tisch oder so. Ein Fax da drin einfach. Das ist ja arschlos. Dachte gerade, ich komme da noch raus. Das dachte ich auch gerade. Das ist das gemein. Da. Bup. Da bitte. Super. Das war jetzt, glaube ich, meine längste Spielsession am Stück, muss ich sagen. Sonst habe ich ja immer irgendwas versemmelt und bin gestorben. Diese tierische Angst. Ja. Boah. Ich denke gerade wirklich drüber nach, ist das wirklich jetzt nur noch Gerenne? Du rennst irgendwo hin, gefrierst hin, gehst zurück. Dings. Oh Gott, ernsthaft. Ja, das ist gerade echt ein Kackpart, ja. Das ist. Das ist unnötig, das ist unnötig as fuck, Alter. Unnötig as fuck. Aber zumindest spielt man noch ein bisschen Stealth Mission. Das ist doch schön, dass es das auch noch gibt. Und hier klappt es sogar. Hier macht es sogar wieder Laune. Ich glaube, das war der einzige hier. Oder? Plausible Antwort. Super. Da ist die Leiter übrigens direkt nach unten. Vielleicht habe ich die einfach übersehen und den blöden Umweg genommen. Ja. Ah, hinter dir im Rücken. Das dürfte eine Leiter sein. Vielleicht dann geklickt. Kreis. Nicht? Gut, dann in die Leiter nach oben, dann klappt die nicht. So. War jetzt auf der Seite auch noch einer? Ich weiß nicht mehr, ich glaube nein, weil du einfach nach unten kannst.
Was war denn da überhaupt? Ich bin nicht sicher, dass da überhaupt was war. Und runter. Bugstart. Um die Spannung jetzt mal so richtig hoch zu halten. Naja, was heißt hochhalten? Das ist ein bisschen lästig. Ja, natürlich ist es lästig. Nee, da bin ich gerade vorbei. Da. Jetzt hast du das mal richtig kurzen Weg wieder in die Kälte finden. Hm. Und, wie, und dann irgendwie gucken, wie die friert lasse, wenn wir jetzt die ganze Scheiße wieder laschen. Wahrscheinlich einfach ausrüsten und benutzen, das ist gut. Lass mal überlegen, wie kommen wir denn jetzt am besten dahin? Wir müssen wahrscheinlich wirklich diese ollen Fahrstühle nach oben fahren. Ich habe gehofft, dass es irgendwie eine Abkürzung gibt mit dieser Tür, die es da schon gab. Vielleicht. Der Raum ist fies. Ah, da war ja rechts noch ein Weg. Den hatten wir noch nicht geguckt. Chef Grenade, du bist schon mal vorbei. Ob das was macht? Ich hoffe. Ja, wirklich. Okay, nach rechts, da gäbe es ganz auf jeden Fall. Wenn das jetzt irgendwie eine Art Abkürzung gewesen wäre? Nee, natürlich nicht. Krass. Einfach nur nochmal Stinger-Muni. Wenn ich es recht bedenke, hier ist es schon recht kalt. Also du gehst wieder rein in den Bossraum. War ja hier. Und ja, mach es. Rüste die Karte mal aus. So. Vielleicht nur warten. Gucken wir nochmal nach. Soll das jetzt noch irgendwann passieren oder nicht? Müsste eigentlich irgendwas. Vielleicht mit einer gewissen Geduld. Die Waffe mitnehmen wäre cool. Durch den Schnee kriechen, ne? Das ist wahrscheinlich gar nicht verkehrt. Warte mal, nicht weitergehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das funktioniert. Dein Atem ist sichtbar, es muss so gehen. La 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 la. Gitarre miese. Komm mit den Schlumpfen laden. Ah, es hat funktioniert, yeah! Ob das jetzt einfach zurücksprinten und hoffen, dass das reicht? Ich nimm aus der Hand raus, erstmal. Jetzt wird er seine Farbe nicht mehr ändern. Bin ich mir auch nicht so sicher. Versuchen wir heute. Na, ich denke, der wird seine Farbe nur ändern, wenn du ihn in der Hand hast. Oh, wir werden es ja sehen. Hat es geklappt? Das Nervigste ist ja eigentlich, dass wir für die andere Schlüsselfarbe müssen wir wieder zurück in den Ofen, da in den, wo es heiß war. Wo waren das? Das war doch die zwei Fahrstühle nach oben und dann wären wir eigentlich schon da, oder? Ja, ah, das waren diese so nervigen, langsamen Fahrstühle.